Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man dieses coole kleine Segelboot hier bauen kann. Und das Coole an diesem Boot ist zum einen, dass es eben relativ schnell und einfach zu bauen ist. Und gleichzeitig kann man sich da tatsächlich sogar reinsetzen mit bis zu zwei Leuten. Das ist ziemlich cool und hat halt einen ganz coolen Effekt eigentlich. Und man hat sogar ein bisschen Lagerfläche hier hinten mit einer Kiste. Und theoretisch auch noch mit einem Fass hier, wo man auch noch Items reintun könnte. Und wie gesagt, das geht halt ziemlich schnell und einfach nachzubauen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an damit. Und das erste, was wir machen, ist natürlich, wir überlegen uns erstmal, wo das Ganze hin soll. Ich würde sagen, wir machen das mal hier irgendwo hin. Und dann platziert ihr erstmal zwei Halbsteine, und zwar so, dass sie quasi mit der oberen Seite nicht im Wasser sind, also eben nicht so, sondern so, dieser hier. Dann habt ihr oben quasi kein Wasser drauf, aber der Rest vom Block ist quasi im Wasser, so wollen wir das haben. Dann platziert ihr dann noch einen neben und dann haben wir so zwei. Und ihr könnt dafür eben diese Kelp zum Beispiel hier benutzen, diese Kelppflanzen. Da kann man nämlich Sachen gegen platzieren oder ansonsten, wenn ihr sowas nicht habt, dann platziert einfach vom Boden so einen Turm nach oben. Hier so, zack, mit irgendeinem Block. So, und dann könnt ihr da auch ganz einfach die Halbsteine eben gegensetzen. Und dann später den Turm halt wieder wegmachen. So, zack, aber wir bauen jetzt mal hier vorne weiter. Und was ihr dann macht, ist, wir nehmen Fichten, also das ist übrigens alles Fichtenholz, mit dem wir das Schiff bauen. Und auch mit Fichtenfalltüren geht es dann weiter. Und zwar platzieren wir die vorne und hinten einmal so gegen. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann platzieren wir jeweils auf die Fichtenfalltüren mit Rechtsklick und Shift nochmal einen Block, der nur kurz da ist. Den machen wir gleich wieder weg. Wir brauchen den nämlich nur, damit wir da einmal die Treppen gegensetzen können. Die müssen so falsch rum sein. Und dann können wir auch die Blöcke wieder wegmachen. Dann überlegen wir uns, wo vorne sein soll. Ich würde jetzt mal sagen, das hier ist vorne. Und dementsprechend lassen wir diesen Halbstein frei und machen dann da ein Fass hin. Da wird dann später der Mast quasi hinkommen. Und hier vorne kommt dann das Boot hin. Und das machen wir auch, denke ich mal, als nächstes. So, platzieren wir dafür dann hier erstmal zwei Halbsteine. Und auf diese Halbsteine drauf kommt dann erstmal ein gewöhnlicher Block, den wir gleich wieder entfernen. Und dann müssen wir das Boot ziemlich genau in der Mitte platzieren, denn wenn wir es nicht genau in der Mitte platzieren, zum Beispiel jetzt hier so, dann fällt das nämlich nicht perfekt darauf und das ist natürlich ein bisschen doof, weil wir wollen das ja hier genauso in der Mitte sitzen haben, damit es gut aussieht. Und dementsprechend müsst ihr eben gucken, dass das ziemlich genau in der Mitte ist. Und ich versuche das jetzt mal hier, also hier so ungefähr die Mitte, da soll es hin. Und dann macht ihr eben die Blöcke da unter weg und dann müsste es so hinfallen, dass es eben so sitzt und damit sich das dann nicht verschiebt, machen wir vorne einmal Falltüren, die diesmal aber aus Eichenholz sind und nicht aus Fichte. So, und dann kann das Boot sich jetzt auch nicht mehr verschieben, das ist ziemlich cool. Was wir dann noch machen, ist gegen den Halbstein ein ganz normales Fichtenschild und gegen das Fass auch nochmal, so zack. Und von der anderen Seite natürlich auch gegen das Fass, auch wieder mit Shift und Rechtsklick gegen das Fass, ansonsten würdet ihr das ja öffnen, wenn ihr einfach Rechtsklick gegen macht. Und dann hätten wir das schon mal. Das nächste, was wir machen, ist, wir setzen hier jetzt nochmal eine Kiste hin, die stellen wir hier einfach gegen diesen umgedrehten Treppenblock quasi und platzieren dann auch wieder mit Shift und Rechtsklick da nochmal von unten quasi Falltüren gegen, damit das eben auch wieder einigermaßen gut aussieht. So, das nächste, was wir machen, ist jetzt der Mast und dafür nehmen wir Fichtenzäune und Banner, je nachdem, welche Farbe ihr halt haben möchtet. Ich habe jetzt eben zum Beispiel rot genommen, weiß genommen, jetzt nehmen wir mal rot. Dann platziert ihr hier auf das Fass, auch wieder mit Shift und Rechtsklick, damit ihr das Fass eben nicht aus Versehen aufmacht. Insgesamt vier Blöcke nach oben und platziert dann auf den dritten Block quasi nochmal zwei nach links und nach rechts jeweils und hängt dann da eben eure Segel ran. Und wie gesagt, könnt ihr euch natürlich aussuchen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch zum Beispiel irgendwelche coole Muster darauf machen, einen Totenkopf oder sowas, wenn das ein kleines Piratenschiff ist zum Beispiel. Aber ich lasse euch das jetzt erstmal so. Und dann hätten wir das schon soweit fertig. Vorne machen wir dann nochmal einen Zaun drauf. Das sieht dann so aus, als könnte man damit irgendwie anlegen oder sowas. Und was wir dennoch nehmen, ist eine Laterne hinten, damit man auch mal ein bisschen was sehen kann. Auch wenn es mal dunkel ist oder sowas. Und dann ist das Schiff eigentlich schon soweit fertig. Was man jetzt allerdings noch machen könnte, das auch ziemlich nice ist, ist, ihr nehmt euch irgendein Tierchen und legt dann da quasi eine Leine an, so, und dann könnt ihr nämlich Folgendes machen, und zwar, wenn ihr das Hühnchen jetzt zum Beispiel habt, und dann legt ihr an das Hühnchen die Leine und macht dann die Leine zum Beispiel hier vorne an dem Pfahl quasi fest und tötet dann das Hühnchen, so wie ich jetzt, dann bleibt nämlich dieses Leinenknoten-Ding noch da dran, und das sieht auch ziemlich cool aus. Damit habt ihr dann eben quasi so den Effekt, dass hier vorne noch irgendwie ein Seil drum hängt, oder drum gebunden ist, und das Ganze könnt ihr natürlich auch hier oben machen, oder irgendwie an diesen Pfosten hier, das ist eigentlich alles ziemlich cool. Aber das würde ich euch überlassen, wie gesagt. Das könnt ihr euch ja quasi bauen, wie ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Schiff in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass euch so ein kleines Schiff ganz gut gefallen hat und ihr das vielleicht irgendwo baut. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.